So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Marconi. Heute dual mit Robin. Kiste an der Küste spielen wir. Hat automatisch schon gestartet. Ich wollte es eigentlich auch schwierig drücken, aber nein, das ist auf normal, weil wir so ein Countdown ist, so ein dreckiger Scheißdreck, so ein Hurensohn schon wieder, mein Gott, nee. Also, stiehl den Lastwagen. Ich will natürlich, wie gesagt, mit. Warum ist hier ein Fahrrad auf der Straße? Ist das deins? Ja, das ist mein Fahrrad, okay, das bringt uns natürlich zu. Kannst du da schon aufsteigen, oder? Kann ich da nicht hinten drauf? Das kennst du gut, Ritter 40er von Cookie Shooter. So. Also klaue ich mir den Wagen, wir müssen einen Lastwagen klauen, offensichtlich, dass eine Fortzi die komische Stimme hat. Heute wird es nur ein Gameplay werden, es wird keine Geschichten geben, kein... Ups, ich habe da Fahrrad überrollt. Ja, meine Güte. Oh, ja, wir müssen hier rein, echt mir aufgefallen. Ja, ich wollte eigentlich auf schwierig stellen, mir auch eine coole Sigarette kaufen, die ich trotzdem irgendwie komischerweise habe. Aber, ja, Rockstar, was hast du getan? Nein. Also wie ihr seht, es ist Winter, es ist Schnee, sie haben eine Aktualisierung rausgebracht. Man fährt jetzt immer Schnee rum, es ist katastrophal zu fahren, aber es ist cool, weil es Weihnachten ist. Juhu! Und das Auto ist natürlich perfekt. Das Geile dran ist, ja. Das Geile. Ja. So, jetzt sag nochmal. Nein, jetzt sagst du es. Ja, also, das wird wahrscheinlich eh nur eine Weihnachtsedition bleiben, also wahrscheinlich nach Weihnachten wieder ganz normal aus. Check aus. Echt jetzt, nach Weihnachten voll behindert. Das finde ich echt behindert. Ich dachte, die lassen das so, aber mal. Bis Winterende. Deswegen wird es wahrscheinlich nur die 3 Tage sein. Und Gott sei es gedankt, es ist nicht automatisch Ziel aktiviert. Auch nicht den LKW abschießen, das wäre nicht so toll. Bei mir ist automatisch Ziel. Bei mir nicht. Ich hab normal. Ich laufe erstmal ein bisschen vor. Alter, ich war gerade mit dem scheiß Köder draußen, mein Hände sind so eingefroren, das ist ja. Ich hab doch irgendwie automatisch Ziel drin oder was? Nee, Alter, ich hasse das. So, ja toll, Alter, jetzt habe ich doch auch nochmal schießen. Ne, ja, dann tue ich es aber wieder ändern. Also seht ihr mal ein Gameplay, wo wir sowieso gewinnen werden. Wir können eigentlich gar nicht verlieren. Wenn wir jetzt verlieren, sind wir echt scheiße, weil jetzt auch nochmal schießen aktiviert ist. Ich hasse auch nochmal schießen persönlich, weil das irgendwie nicht annähernd realistisch ist. Außer man ist ein Gott oder so oder ein Roboter, keine Ahnung. Aber in GTA ist das einfach so. So, ich fürchte, da war noch jemand. Ja, ich muss übersehen. Ja. Ja, ich sehe ihn nur. Ich habe ihn schon abgeschossen. Er liegt am Boden. Er kämpft um sein Leben. Oder auch nicht. Er liegt nicht am Boden, aber er ist tot. Wo ist dein Geld jetzt? Keine Ahnung. Ja, egal. Wir klauen den LKW. Fahren zurück. Und jetzt, glaube ich, war die Mission schon wieder. So schwer ist die. Ich wollte sie, wie gesagt, eigentlich noch schwierig noch stellen. Aber nein. Rockstar muss hier den Countdown einleiten. Auch wenn man mit einem Kumpel spielt. Nein, nein, nein. Oh nein. So, jetzt muss man. Naja, ich hasse, dass man nicht mehr einen Controller aufladen muss, aber jetzt muss ich gerade eine Steckdose angesteckt lassen oder eine Xbox, weil hinter uns Gegner sind und vor uns. Fahren wir rechts hoch. Ah, es geht nicht, scheiße. Passt schon, fahr weiter. Nee. Wie soll jemand eingefrorenen Händen dich jetzt unterstützen? Ich weiß es nicht. Ja, das wäre eine Idee. Das ist sowieso eigentlich so eine Ironie, weil es ist da Schnee und es ist da draußen bei uns. Zwar kein Schnee, aber es ist saukalt draußen und jetzt ist mein Hände so eingefroren. Kann ich halt den Knopf drücken. Ach, ich hab so viel Munition, also Gott, ich will einfach mal drauf. Einfach mal draufbleiben, man trifft schon irgendwas. Einfach drauf, weil es ist ja wurscht. Ja, ich habe noch 8600 Schuss. Ja, ich meine 106 Millionen jetzt immer noch und ja. Ich glaube, ich bin nicht so viel länger. Also gib dir das mal, dann erfahre schon wieder. Da, den Typen auch ja, töten, den okay, Typen. Scheiß Bauer, im Winter brauchen wir nicht, stirb. Ja, wächst zwar eh nichts, außer vielleicht Winterweizen oder so, aber sonst. No political correctness. Was? Ja, ach so, ja, das ist normal. Ich tue ja keine Leute beleidigen, ich beleidige den scheiß Bauer, der im Winter wieder meint, der muss sein Gemüse bauen, anbauen hier. Und sowieso in die falsche Richtung fahren. Da wollte ich gerade sagen, es war vielleicht schon. Ja, der Fahrer ist tot. Beifahrer lebt noch. Ja, es ändert halt ein bisschen den Kurs dann halt gleich, wenn du falsch gefahren wärst oder bist. Das ist halt, das ist ein Vorteil halt einfach. Oh, was ist da schon wieder? Aha. Ja, also das wird so spannend. Das wird auch so spannend werden. Kann ich nicht irgendwie... Ja. Ja, auf jeden Fall, das war die Mission wahrscheinlich vom Großen und Ganzen. Weiß auch nicht. Also im nächsten Gameplay machen wir wieder ein paar Geschichten. Wir machen... Schauen wir mal, dass Robin Castle Crashers aufkriegt. Da kann ich mit dem auch dual zocken und Let's Play weitermachen. Jetzt habe ich am Chris gemacht. Weil dann sehe ich wieder Geschichten, weil das ist
Bei GTA ist so ein Ding, da muss ich aufpassen. Bei MW muss ich eigentlich auch aufpassen, dass ich da keinen Scheiß mache. Und deswegen wird Geschichten erzählt bei so Arcade-Games und bei kleineren Games und so. Spiele, wo eigentlich nicht viel anspruchsvoll sind und so. Wo die Grafik auch gut ist. Ihr seht ja selbst, ich weiß nicht, warum meine Kamera jetzt gerade so scheiße ist, aber irgendwie ist die Grafik nicht der Hit. Sonst ist es gar kein Gegner. Achso, okay. Irgendwann kaufen wir uns Zubehör und dann machen wir richtige. Ja, ich mach's sowieso, wenn ich die neue Konsole habe. Ich weiß nicht. Also, nach dem, was ich heute schon wieder durch Microsoft erfahren habe, habe ich echt keinen Bock auf eine Xbox One. Ich habe mir gedacht, ja, ich kaufe jetzt doch die Xbox One, weil ich habe von Xbox jetzt die ganze Zeit genommen und sowas alles, aber wenn ich sehe, was die mit meinen Accounts anstellen für eine Scheiße, unnötig einfach löschen und sowas, einfach so aus Spaß, weil sie es können, ist einfach behindert. Ach, die campen da, okay. Ach so, die campen da rum. Okay, verstehe ich. Ja, da kommen sie aber nicht vom Fleck, die Spaß, die ist. So, ja, und deswegen kaufe ich mir vielleicht noch eine PS4, auch wenn ich den Controller voll zum Abschießen finde. Ich weiß es noch nicht, ich bin so strittig. Also wenn ich mir eine Xbox One hole, werde ich mir mit 1000% wahrscheinlich ein neues Profil machen. Glaube ich zumindest. Oder mal schauen, wie es mit der Übernahme ist. Aber weil ich habe da echt keinen Bock drauf. Auch wieder jedes Mal muss man, wenn man sich bei Xbox Live anmeldet, so ein... So, ich sag mal, ein Code, die an deine E-Mail-Adresse schicken lassen, dass es dein Profil ist und dass es wegen der Sicherheit ist. Jedes Mal. Und irgendwann macht es einfach keinen Spaß mehr. Denkst du immer, Microsoft, warum hätte so scheiße? Wer interessiert sich für meinen kleinen, dummen Account? Das ist doch nichts wert, Alter. Da ist nichts drauf. Das nächste gedownloadet, das bringt doch keinen Sau was. Aber okay. Naja, die wollen Sicherheit. Was sie bringt, wie. Ich finde jetzt gerade kein Vergleich. Das ist einfach nur komplett unnötig, weil Hacker kriegen einen Account oder so, auch wenn sie zwei E-Mails eingegeben haben. Ja, das sowieso. Und wenn du die Handynummer eingibst, bist du sowieso dumm, weil wenn sie deinen Account gehackt haben, haben sie zugleich noch deine Handynummer. Ja. Und natürlich bringt das sehr viel. Und wenn es schon Leute schaffen, sich in Sony einzuhacken, schaffen sie Microsoft auch. Also ich glaube, das ist nicht mehr viel. Also man kann sich meiner Meinung nach könnte man, wenn man die richtigen Mittel und Leute hat, überall einhacken, egal wo. Das ist wurscht wo und sonst was. Wenn du die richtigen Leute und das richtige Geld dafür hast und wirklich Leuten dir vertrauen kannst und so keine Spitzel und so, dann kannst du dich eigentlich überall einhacken. Dann ist es sowieso wurscht. Die Strafe natürlich ist wahrscheinlich, dass du wahrscheinlich, wenn du dich ins Militär nächst, bist wahrscheinlich umgebracht oder so. So inoffiziell, aber naja. Weil man. Ja, so ungefähr jetzt. Das werden sie bestimmt so darstellen, bestimmt. Wette ich. Ja. So. Mission beendet, 7000 Dollar, 1375, wurde eigentlich auch schwierig spielen, haben wir noch 1000 dazugekriegt. Das war jetzt erstmal die Mission Kiste an der Küste. Ja, genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, gebt mir dann hoch, wenn es euch auch gefallen hat, auch wenn es langweilig war für euch zum Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, könnt mich abonnieren, das ist natürlich kostenlos. Und ja, bis zum nächsten Mal.